Ich versuche sie mal aus der Ecke rauszulocken. Dann können die Panzer überfahren. Boah, das war eine Kettenreaktion. Ich habe irgendjemanden mit dem Flammenwerfer getroffen. Okay. Perfekt. Hand von Nord. Egal was passiert. Okay, wir haben gewonnen. Okay, draufhauen. 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 Ich glaube, links müsste auch noch irgendwo ein Flak stehen. Ja, hier. Brauchen wir ein paar Grenadiere, dann geht das. Obwohl, die tun sich ziemlich schwer gerade. Kann ich nicht irgendwas verkaufen? Nein, wie es aussieht, nicht. Doch, zwei Silos. Das hat's echt gebracht. Aber was soll's, wir brauchen keine Silos mehr. Wir haben fast gewonnen. So, euch schicken wir schon mal weiter. Ach, da oben steht noch ein Flak. Egal, wir haben zwei Panzer. Angriff. Das geht doch schnell vorwärts. Ab der Hälfte reparieren so. Scheiße. Kadusch. Sie haben auch Silos ohne Ende. Aber wofür? Die können, die hätten bauen können ohne Ende. Ach, das ist das Dumme an KI. Die expandieren nicht endlos. Okay, Crash, hier höre ich kurz auf. Weiter geht's mit Command & Conquer und ich habe ein Problem. Ich kann nicht mehr Escape drücken, ohne dass das Spiel crasht in dieser Mission. Ich weiß nicht, was das soll, aber... ja, das Safe Game am Ende können wir uns abschminken. Das heißt, ich werde keine Cutscene haben. Ich werde es nachher nochmal versuchen. Ihr werdet ja sehen, ob ihr das Video seht oder nicht. Von daher... okay, hier geht's vorwärts. Ja, die letzten Truppen eben haben es nicht geschafft, das Flak auszurotten, weil es gecrashed ist. Deswegen jetzt hier nochmal das Ganze. Ihr könnt das Ding angreifen, was immer es auch ist. Okay. Ja, wir haben Geld ohne Ende. Ich habe jede Menge nachgebaut eben, weil eben das mit dem Grenadier hat zwar nochmal funktioniert, aber die Gegner haben nachgebaut, merkwürdigerweise, obwohl sie kein Geld haben. Ah, ekelhaft. Okay, wieso greift ihr nicht mit an? Okay, wir machen alles platt. Ach, jetzt haben sie auf einmal wieder Geld. Das ist, bis nach Tiberium Zan konnte ich das verfolgen. Jedes Mal, wenn die Gegner kein Geld haben, aber man Gebäude von ihnen zerstört, haben sie Geld. Ich verstehe es nicht, als ob sie in letzter Sekunde noch verkaufen. Aber das geht nicht. Normalerweise wird das Geld erst draufgetan, wenn man schon verkauft hat. Ich probiere es mal. Seht ihr? Okay. Ja, jetzt die letzte Verwüstung hier. Okay, ich werde das gleich einfach nochmal in der anderen, im normalen CNC machen und dann die Cutscene aufnehmen. So, was geht weiter? Ja, eben Quatsch. Und das Problem war, das Safe-Game war am Arsch. Ich muss die Mission nochmal machen, das habe ich offscreen gemacht, denn nochmal die ganze Mission war mir dann doch so aufwendig. Ich habe eben den APC-Rush beim ersten Mal geschafft, beim zweiten Mal habe ich die Hand von Nord und das Flugfeld eingenommen und damit Panzer gebaut. Jetzt dürfte ich eigentlich sofort gewonnen haben. Ja, fast. Ja, ja, jetzt aber. Flugzeuge verfügbar. Ein bisschen spät. Einsatzziel erreicht. Okay, wir sehen uns gleich im anderen CNC. Jetzt. Ja, wir haben gewonnen. Einsatzziel erreicht. Da gibt es die ersten Fallschirmspringer. Wieso haben die das hier nicht gemacht? Ich meine, die hatten doch Fallschirme für die Napalmbomben. Nein, die hatten keine Fallschirme. Da habe ich mich gerade auf mit Alarmstufe Rot 1 vertan. Schnell die Übersicht wegmachen und ja, die Karte, die total verbuggt ist. Okay, jetzt kommt aber die Mission, wo wir gegen einen Obelisken antreten müssen. Okay, wir haben Italien fast komplett zurückerobert, fehlt nur noch die Hacke.
Österreich ist auch unseres. Ostasien wurde ein bisschen von Nord eingenommen. Ja, wir greifen jetzt, keine Ahnung, könnte Ukraine sein. Wir greifen jetzt in der Ukraine an, einfach mal so geraten. Ungarn, Bevölkerung 10.333.000, geografische Region, bla bla bla, Hauptstadt Budapest, Regierungsform, parlamentische Demokratie, ich habe keine Ahnung, wofür das PAL-Punkt steht, ich habe es eben schon gesagt, Bruttosozialprodukt 16,1 Milliarden, Kriegsgebiet Budapest, Militärkräfte, Nationalgarde. Katzen. Willkommen im Club, Commander. Sie gehören nicht wirklich dazu, solange Kane nicht mindestens einmal seine Medienbluthunde auf Sie gehetzt hat. Ich suche im Moment Shepard, aber keiner weiß genau, wo er gerade ist. Eine schlechte Zeit, um sich abzusetzen. Die Truppen sind durch die Beriumausfälle auf 60% der Sollstärke runter. Hier haben Sie Ihr Ziel. Hier vorne fließt der Fluss mit etwa 6 Knoten vorbei. Klar? Und hier haben Sie die Nordbunker. Also Folgendes brauche ich. Schalten Sie die beiden Bunker aus, damit mein Konvoi hier durchkommt um 0200. Sie könnten vielleicht ein Ablenkungsmanöver am Ufer abziehen, nur falls einige Nordis es immer noch nicht verstanden haben. Nur ein bisschen, um mir Deckung zu geben, bis ich am Kraftwerk bin. Danach können Sie sich ruhig zurücklehnen und dem Spektakel zuschauen, während die Jungs und ich den Nordbots ein wenig Feuer machen. Kater Ende. Okay, der kam mir ein bisschen doof rüber. Ja, diese Mission werden wir beim nächsten Mal machen. Für heute ist mein kleines Let's Play Overdose zu Ende. Ja, Mission Nummer 09. Okay, 09. Okay, das war's von Black Hand und jede Menge Cutscenes und jede Menge Spielspaß.